So, ein bisschen laut ist es hier, aber jetzt werden wir uns mal den Weg um St. Elmo herum bewegen, um diese Festungsanlage da vorne. Und unser Ziel soll da hinten der Leuchtturm sein, den man nicht sieht, den man jetzt von Weitem sieht natürlich. Ne? Wir starten hier durch das Fischerdorf und dann schauen wir mal, wo wir das Tor da drüben wollten wir heute eigentlich auch besuchen, aber es ist komplett gesperrt. Man kommt dort überhaupt nicht dran. Dort sind riesige Zäune davor und irgendeine Raffinerieanlage, wo hunderte von Warnhinweisen stehen. Aber wir ackern uns jetzt hier und arbeiten uns erstmal hier durch das Fischerdorf durch und schauen mal, wie wir jetzt hier weiterkommen und wo wir rauskommen. Ich glaube, hier muss man nicht mal viel dazu sagen. Es ist einfach nur fantastisch, wie es hier aussieht. Der Wellengang ist heute auch etwas ruhiger. Vor zwei Tagen hatten wir schon mal hier vor, ursprünglich hier lang zu laufen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil hier oben alles überflutet war. Auf etwas wollen wir noch hinweisen, und zwar da hinten hat man natürlich ein paar Schiffe angemalt. Ja, ganz klar, das dient natürlich zur Abschreckung von irgendwelchen Invasoren. Wir haben es entdeckt, Atlantis, eindeutig die letzten Stufen. War natürlich alles nur ein Witz. Es ist ja nachgewiesen, dass Atlantis nicht Malta gewesen ist. Das hat man ja in der Zwischenzeit rausgefunden. Da ist übrigens ein schönes Fenster da vorne. Da hinten, wie gesagt, der Leuchtturm, wo wir hinwollen. Und wir sehen in der Zwischenzeit auch schon, dass der Weg, den wir gehen wollen, auch wirklich hier lang geht und wir nicht nochmal umkehren müssen, um woanders lang zu gehen. So, da will ich nochmal einen Blick zurückwerfen. Das ist die andere Seite. Das ist nicht Valletta da drüben, aber da die Siegesglocke. Und das, ja, die Gedenkglocke für den Sieg im Zweiten Weltkrieg von den Briten. Damals war das ja alles noch britische Kolonie hier. Und die Malteser, so habe ich gelesen, wollten ja ursprünglich gar nicht unabhängig werden, sondern sich dem britischen Empire anschließen. Aber das haben die Briten abgelehnt. Ich meine, wenn man diese marode Bausubstanz hier zum Teil sieht, die haben wahrscheinlich schon geahnt, was da auf sie drauf zukommt. Naja, jetzt übernimmt es die EU. Wir wissen es nicht. Was hat diese Mauer zu sagen? Ein Übergang. Alles sehr, sehr mysteriös hier. Und da hinten haben wir ein paar Fischer, ein paar Angler, die bestimmt noch heute den einen oder anderen leckeren Happen aus dem Ozean. So, das nächste kleine Teilstück. Wir befinden uns immer noch unterhalb von St. Elmo. Das sind die Mauern von St. Elmo. Hier führt der Pfad unten entlang. Da drüben immer noch die Voranlagen, die leider nicht zu besichtigen sind. Man kommt einfach nicht rein. Sollen aber noch als Filmkulisse dienen für diverse Filme, wie zum Beispiel Troja oder Alexander, glaube ich, wurde hier auch gedreht. Es ist ein interessanter Pfad, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ja, wir schauen mal, was uns da ist. So langsam rückt der Leuchtturm etwas näher. Wir kommen jetzt zu dem Plateau, zu den Anglern. Das ist eine große Freifläche. Und was es hier unten gibt, interessant ist zu sehen, das werde ich euch auch gleich zeigen, denn hier ist zumindest nach den Aussagen oder nach der Beschriftung zu urteilen ein Luftschutzbunker von den Briten. Sieht spannend aus. Ob das jetzt wirklich einer gewesen ist, keine Ahnung. Ich denke, die Bilder sprechen hier für sich. Und hier sieht man schon mal, wo der Weg lang geht. Und das weiß ich zumindest noch von früher. Hier sind auch die Piraten tätig gewesen, ganz klar. Die Insignien von ihnen sieht man an dieser Stelle. Fort St. Elmo erhebt sich hier über unseren Köpfen.
kann man natürlich alles sehr, sehr theatralisch untermauern. Ich finde, das Meer sorgt hier für die passende Stimmung und der Weg ist einfach nur gigantisch, zumal man hier immer wieder auf Felsensprünge klettern kann und einen Blick hinauf aufs Meer wagen kann und dann natürlich immer wieder in Richtung der alten Verteidigungsanlagen von Mann. So, jetzt schreiten wir hinab, nächste Treppe, und was sehen wir hier? Eine große freie Fläche. Da oben geht der Weg dann weiter unterhalb von St. Elmo. Hier ist ein Kanal, schön ausgespült, das Ganze. Die dicken Mauern. Und hier hat die Brühe auch ganz schön gesuppt, als wir vor 2 Tagen hier bei heftigem Wellengang waren und zum ersten Mal versucht haben, dort rüber zu dem Leuchtturm zu kommen. Diese Schächte in der Mauer sieht man überall, was das so richtig ist, keine Ahnung, vielleicht für Abwässer, Abwasseranlagen, Verstecke werden es nicht sein, dafür ist es einfach mal zu klein. Und wie bereits erwähnt, das Meer heute sehr, sehr schön, sehr ruhig. Ich kann auch nur empfehlen, diesen Weg zu gehen, wenn das Meer sich ungefähr in dieser Position befindet, also oder diesen Wellengang hat. Ansonsten wird es wirklich gefährlich, weil wir hatten auch schon hier an dieser Stelle so manche Welle erlebt, die hier mächtig über das Ufer schwappte. Bisher die wohl etwas komplizierteste Stelle, weil hier sind die Stufen komplett rausgebrochen. Da muss man schon ein bisschen steigen, dass man da hochkommt, und sollte man zumindest, sagt man so schön, Trittsicherheit beweisen. Es lohnt sich, wenn wir dann hier oben auf dieser ersten Stahlbrücke angekommen sind. Das ist, glaube ich, auch die einzige, die es hier gibt, wo man hier einen Übergang geschaffen hat. Da sieht man zumindest, dass man wollte, dass man auch hier unten langlaufen kann. Und da mal ein Blick zu einem schönen Loch. So, wir befinden uns immer noch auf der Brücke. Da sieht man, aha, ein paar Tauben haben sich hier versteckt. Warum auch immer. Hier kann man schön weit nach unten runter blicken. Man kann, ja, das geht auch. Und nochmal, wir werfen nochmal einen Blick nach hinten, ne, wo wir hergekommen sind. Ich hoffe, das versteht man jetzt alles noch. Das ist schon eine schöne Brandung hier. Und jetzt der Ausblick auf den weiteren Weg. Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner, breiter Pfad, der sich hier hinterzieht. Es geht dann nach vorne. Kommt dann nochmal eine schwierige Stelle. Hier, wie gesagt, immer hat man so ein paar Vorbrüche, bei denen man natürlich ja, mit etwas Mut draufklettern kann. Also sind jetzt keine Wege, die dafür vorgesehen sind, aber der gesamte Weg ist ja eigentlich nicht für Druck. So, was man hier natürlich immer wieder sieht, sind solche schönen Fragmente von, naja, versteinert sind sie wahrscheinlich noch nicht so richtig, aber von Muscheln, die hier in den Fels sich eingetrieben haben. Das erlebt man halt immer wieder auf dem gesamten Weg. Oh, der Leuchtturm, der ist nicht mehr weit weg. Oh, wie bereits gesagt, bisher war alles gut, noch vor 2 Tagen. Und dann hier hinten kam dann diese Stelle, bei der es nicht weiterging. Nochmal ein Blick zu der Brücke. Die ist auch neu. Die existierte vor 3 Jahren auch noch nicht. Also man hat nur diesen Pfeiler gesehen dort in der Mitte und konnte nicht auf die andere Seite laufen. Wir wissen noch nicht, ob es geht. Wir werden es sehen. Wir werden es einfach mal überraschen lassen. Vielleicht ist es auch ab. So, und hier sind wir dann beim 2. schwierigen Stück. Hier runter, hier gibt es auch keine richtigen Stufen. Das ist alles sehr, sehr abschüssig, wie es hier runter geht.
Man sollte hier genau drauf achten, wo man hintritt. Und hier ist auch die Stelle gewesen, wenn hier schwerer Seegang herrscht, dann schwappt das Wasser wirklich so weit hoch, dass es da drüben diese Seite komplett überflutet und man dort an dem abfallenden Stück unten von der Felswand, wo ich jetzt draufhalte, ist ein einziger Strom, der dort runterfließt. Also wer dort drüber schreitet und mitgenommen wird, ins Meer mitgerissen wird, der braucht sich eigentlich nicht zu wundern. Also davon kann man nur abraten. So wie es jetzt ist, so wie es heute ist, ist es eigentlich perfekt. So, jetzt gehe ich auch hier den Weg runter. Ah ja, okay. Vielleicht ist es nicht ganz so extrem, wie ich es vorhin beschrieben habe. Aber für Leute, die wilde Kletterei nicht gewöhnt sind, die sollten hier wirklich die Finger davon lassen. Ja, man bekommt schon mit, hier tobt das Meer doch schon auch an ruhigen Tagen. So, für alle Skeptiker werfen wir noch mal einen Blick kurz zurück. Da sind wir hergekommen. Da unten räumt sich das Meer auf und ab. Das Wasser ist halt wirklich sehr, sehr schön anzusehen, das Ganze. Für Wasserfanatiker, Meerfanatiker, die ideale Stelle hier vielleicht auch mal für eine kurze Pause, um da oben auf dem Felsen zu verweilen. So wie es aussieht, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Der eine ist natürlich hier dieser breite Gang, aber das kann ja jeder machen. Wir versuchen hier vorne rumzukommen, um, so wie ich das gesehen habe, hier vorne vielleicht ein paar Stufen mitzunehmen, weil das Ganze sieht natürlich noch etwas spannend. So, kann ich nur bestätigen, hier gibt es auch ein paar Stufen wieder. Es ist halt eine nette, entspannte Kletterei. Das sieht man übrigens auf Malta auch sehr, sehr häufig, dass hier eine Kanone umgekehrt in den Fels reingehauen wird. Wahrscheinlich, dass man dann daran Boote festmachen kann. Was ich aber jetzt schon sehe, da oben ist ein Tor. Das bedeutet, man hat zwar eine Brücke, aber über diese Brücke werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Ja, da werfen wir einfach nochmal einen Blick zurück. Da, wenn wir schon hier nicht durchkommen, also das ist St. Elmo, das Fort St. Elmo, was man auch von innen besichtigen kann. Wir sind da jetzt noch nicht reingegangen, weil, boah, keine Ahnung. Reicht. Also hier kann man schon sehr, sehr viel Geld lassen in der Zwischenzeit auf der Insel. Hier haben die Eintrittspreise ganz schön angezogen, wenn man sich mal was ansehen will. Aber einen schönen Rundblick bis hin zu dem Leuchtturm, der uns heute leider verwehrt bleiben wird, weil wir da neben den zwei Ladies da oben dieses hässliche Gitter haben, was uns den Übergang über die Brücke. So, jetzt haben wir das Kinderbassin endlich gefunden. Das ist von der Tiefe her perfekt. Sieht auch schön aus und ganz klar das Wasser. Und wir haben uns jetzt, nachdem wir den Leuchtturm nicht erkunden können, uns dem zweiten Forschungsobjekt zugewandt. Hier gibt es nämlich einen geheimen Tunnel, den wir entdeckt haben. Also wirklich ist wahrscheinlich noch keinem einzigen Malteser hier aufgefallen. Na, da müssen erst wir herkommen, um das zu sehen. Das ist der breite Gang übrigens von Forns, den ich umgangen bin. Und da sieht man schon das erste kleine Wasserloch. Ja. So, für alle die, bei denen der Windgang auf Malta zu heftig ist, dass sie die blaue Grotte nicht besichtigen können oder es nicht schaffen, weil die Boote nicht rausfahren, auch das kann passieren, kann ich nur empfehlen, St. Elmo bietet auch einige Wasserlöcher an, die sehr, sehr klar sind. Ja, aber den geheimen Gang habe ich auch noch. Ja, ei, was hat man hier ausgegraben? Ein Loch, frisch vermauert. Oh ja, das sieht ja sehr, sehr spannend aus. Wir werden mal hier hochgehen. Aha, man sieht, alles sehr gut abgestützt. Naja, also das könnten jetzt meine letzten Worte sein. Wir werden sehen, ob wir hier heil wieder rauskommen aus der ganzen Sache. Okay, also wir sind jetzt hier in einem Gang, der ungefähr, was denkst du, wie lang ist der gewesen?
60 Meter, denke ich. 60 Meter würde wohl sagen sein. Und wir haben aber davor auch noch eine Abzweigung gefunden, also ein weiterer Gang, der sich hier durch das Massiv bewegt. Und hier vorne vermuten wir künstliches Licht. Deswegen reden wir so leise. Nicht, dass wir hier irgendwie überrascht werden von irgendwelchen Wächtern. Da hängt auch noch eine Lampe da oben. Die sieht man aber ganz, ganz schlecht jetzt bei diesen Lichtverhältnissen. Und hier vorne ist ein Fass. Ja, das... Ja, da ist ja fast... dem Fass ist auch der Boden ausgerissen. Und naja, jetzt gehen wir leise wieder. So, das ist jetzt hier kurz vorm Ausgang. Da hinten schwappt das Wasser rein. Und hier geht die Treppe zurück raus. Natürlich wieder. Ja, und da haben wir es geschafft. Das Loch haben wir heil überstanden. Hier ist auch nochmal dieser Schacht, den wir gesehen haben, wo wir rein sind. Wir vermuten, das war alles früher zugemauert oder zumindest ein Eisentor davor. Denn wir haben drinnen ein Eisentor gefunden. Zum Leuchtturm sind wir leider nicht gekommen. Allerdings, wer dieses Highlight von dem Fort St. Elmo sehen will, das Ganze kann man ohne Eintritt genießen. Hier bezahlt man keinen einzigen Cent, außer ein bisschen mit Herzflattern wegen der ganzen Spannung hier. Ist aber wirklich ein schönes Highlight, zumal man bei schönem Wetter immer einen Blick hat auf die Verteidigungsanlagen von Valletta. Ja, dann schreibt mir einfach dazu, wenn ihr hier mal gewesen seid, wie ihr das gefunden habt, haut das einfach in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Geheimgänge entdeckt. Fände ich super. Okay, na dann, bis dahin.